immer besser. Komm, ich muss jetzt schnell gucken, dass ich das Öl da losgehe. Bevor mal der Tank um die Ohren flieht. Scheiße. Was war denn nochmal, wenn man, wenn der Tank überläuft? Oder bleibt es einfach da stehen? Ich weiß es nicht mehr. Boah. Was ist mit All America passiert? Was ist mit dir passiert? Alter, hast du dich gerannt? Okay. Sieht eben alles noch ganz locker aus. Gut, schlägt also nur. Oh, es schlägt nur an. Ah. Also wie gesagt, ob das da war oder nicht, ich war mal gut in dem Spiel. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob das mit Venezuela, also mit Südamerika, ob das wirklich bei Ölimperium war oder ob das bei Yippies Revenge war. Da bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht so sicher, ob ich hier nicht woanders angefangen habe. Weil irgendwas klingelt bei mir da auch mit Alaska. Schockierenderweise. Ah, doch, mir könnte. Nee, kann ich bohren. Will ich's wissen. Liefervertrag. China, ja klar. Bei Bohren kostet ja auch Geld. Auch wenn ich es selber mache. Scheint aber zu gehen. Eigentlich sollte man dann jetzt gucken, dass man uns beeilt, aber. Ach, kritisch, komm schon. Was mir ein bisschen fehlt, ist das Geklicke vom Hersteller Competition Pro. So, läuft die Hose mal nochmal. Millionese. Wie geht das eigentlich? Wir haben doch gerade Öl verkauft, oder? Da haben wir das denn im Monat noch nicht. Doch, mit Sicherheit. Ja, sag ich doch. So, raus hier. Können wir nichts machen. Monat ist eh rum. Die Endhoffnung, die ich habe, das ist, dass der Computer der Meinung ist, auch komm, bei dem ist eh nicht mehr wirklich Spaß zu machen. Und ja. Ist das ganze Ding hin? Höchst merkwürdig. So.
1,1 Silber, irgendwie weiter runter geht's nicht. Kann das sein? Was natürlich von Vorteil wäre. Ich brauche nur einmal eine verkackt gute Rate. Das ist verkackt gut. Nö, dann machen wir jetzt mal noch nichts. Warte noch, bis das böse Telefonat kommt. Das können wir in der Zwischenzeit mal machen. Komm, gucken wir mal da mal. Da Bilanz. Uns fehlt die Kapazität von 100.000 Barrel im Monat. Oh. Da ist natürlich nichts, ist klar. Ist das mies? Was? Eine Kofferkuckuck, das kostet nur da? Guck mal nach Zeitung. Das dauert wahrscheinlich auch da. Oh. Oh, Entschuldigung, aber das tut mir jetzt gar nicht leid. Okay. Sind die 140.000 erreicht? Geht Mitte, Ende vom Monat, oder? Die Rate gibt es auch nicht besser. Wir machen 20. 103 ist sicher, das gibt es natürlich auch. Hundertvierzig. So macht man das. Der zeigt nicht weiter runter. Weil minus 1,1 minus 800, ne, plus 800 sind für mich keine 800. Aber auch korrigieren, also so ist es nicht. Aber für mich passt das so jetzt gerade nicht. So, Monats rum, also scheiße. Gut, ich bin dann einfach nur schlechtester. Ich bräuchte immer eine gute Rate, nur ein einziges Mal. Immer im Monat. Verkaufen. Wie ist die Rate? Silber ist jetzt nicht der Burner. Aber besser als nichts. Jetzt machen wir das Spielchen noch mal, bis ich auf meinen 140.000 bin. Warum habe ich das Gefühl, dass da gerade was kaputt gegangen ist? Was 70? Ja, ich kann euch auch sagen, was. Oh. Pipeline, Quatsch, Pipeline. Ölquellverkäufer. Das bringt genug Kohle, um
dass ich hier irgendwann noch mal so halbwegs auf grüner Zweig komme. Wahrscheinlich ja nicht. Ich kann es mir von Weber vorstellen. Ja. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt noch eine Tankkapazität von 70.000. Ja. Ich bräuchte eine Rate von 20. Also ich täte sagen, wir spielen noch so lange weiter, bis entweder das Blatt sich wendet oder die nächste Katastrophe im Tanklager oder sowas ist. Weil wenn ich dann nur noch 35.000 habe bei deiner Rate, das ist, ja, ist dann einfach katastrophal. Ich war mal gut in dem Spiel. Das wäre schön, wenn ich wüsste, wie viel Geld ich wirklich habe. Rate von 3. Also ich gehe mal davon aus, wenn das jetzt kein Liefervertrag ist, heißt es Game Over. Das ist jetzt keine von der für mich gedingsten Katastrophen. Oh, die da oben. Ach, da kommen wir auch noch Probleme. Ach, das ist ja cool. Bezahlt die das danach? Nee, nicht, oder? Ah, jetzt steht sie zum Verkauf. Okay, das gibt ja nichts. Ah, das ist dann tatsächlich auch eine Handelsmöglichkeit. Interessant. Da ist dann wahrscheinlich die Expertise gut. Da ist eine Ölquelle, baue ich eine Expertise drauf, kann ich sie teurer verkaufen. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Rate von 4, wollt ihr mich verarschen? Okay, ich würde dann jetzt mal den gewagten Vorschlag machen. Das endet jetzt hier. Ja. Nennen wir es als, wir kommen nochmal ins Spiel zurück. Und ja,
Also ich mache dann jetzt hier für diese Runde Feierabend. Und ich starte das aber definitiv neu. Glaubt mir. Wir spielen das nochmal. Und zwar dieses Mal richtig. Und bis dahin würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Kommentare sind natürlich immer gerne gesehen. Und ansonsten, ja, bis zum Neustart. Ciao, Leute.